Oh ja, yeah, liebe Leute, und herzlich willkommen zum nächsten, ja, Gewinnspielverlosung. Heute, seht ihr, gibt's drei Spiele. Aufgrund von inneren Diskussionen mit der Regie gibt es nun drei Spiele. So, beim letzten Gewinnspiel habe ich vergessen zu erwähnen, dass ihr auch natürlich zum Discord reingehen müsst. Das habe ich natürlich dann in Videobeschreibung nachgelinkt. Natürlich, damit ihr das Gewinnspiel schaffen könnt, müsst ihr einen Kommentar schreiben namens Hashtag WinOschi. Das kennt man schon aus den letzten Gewinnspielen. Dann bitte das Spiel angeben, die man will. Diesmal haben wir drei Spiele, also eine größere Auswahl. Diesmal nicht so vielleicht Spiele, aber für einen unter den anderen vielleicht trotzdem sehr, sehr interessante Spiele. Seht die Spiele, ihr könnt natürlich selber nach denen gucken. Ich meine, seht jeweils die Trailers von den Spielen und so. Also da kann man auf jeden Fall was selber angucken. Und wie schon gesagt, einfach je nachdem den Kanal abonnieren, damit ihr weiter Bescheid wisst, damit ihr auch meine normalen Videos gucken könnt. Liken oder teilen, damit man die Gewinnspiele schön verteilen kann. Und ja, würde ich, ja, was noch sonst? Also ich würde sagen, sonst hätte sich viel Glück an diejenigen, die spielen werden. Und hoffentlich gewinnt auch ihr. Keine Restriktion für die Gewinner. Ich werde es immer wieder erwähnen, weil eigentlich ist es ja immer fair aufzuteilen. Ich weiß, ich habe es beim letzten Mal erwähnt. Und dann habe ich mit der Regie diskutiert und die Regie und ich haben beschlossen, grundsätzlich die Gewinnspiele so zu belassen, wie sie sind, weil Gewinnspiele kann man nur durch sehr viel Glück gewinnen und Glück ist sehr wahrscheinlichkeitsbasiert und wahrscheinlichkeitsbasiert heißt unwahrscheinlich, auch wenn weniger da sind. Gerade deswegen belasse ich so, wie es ist. Also jeder darf mitmachen und hier habt ihr drei Spiele, nämlich Getting Over It, ein sehr aggressives machendes Spiel, habe ich selber auch gespielt, also nicht auf dem Kanal, aber ich habe selber mal ein bisschen gespielt, ist auf jeden Fall was für diejenigen, die richtig den Frust abkriegen wollen. Pony Island habe ich da selber Let's Played, also für diejenigen, die es interessiert, ist ein sehr krasses Spiel, also diejenigen, die das als Let's Play vielleicht gesehen haben, wollen vielleicht das selber spielen, damit habt ihr die eine Möglichkeit. Oder Kirby Space Program, das habe ich selber noch gar nicht gespielt, aber ist ein interessantes Raketensimulationsspiel, also würde ich sonst jedem empfehlen, der ein Simulationsfreak in Richtung Raketen ist und gerne auch mal selber Raketenwissenschaftler sein möchte, der kann das gerne dann austesten. So, das war alles zu den Spielen, deswegen herzlich viel Glück an diejenigen, die teilnehmen werden. Wie schon gesagt, ihr kennt das Prozedere und natürlich ins Discord reingehen, wenn ihr noch nicht drin seid und man sieht sich dann zum nächsten Gewinnspiel. Ciao!